die Kette ist gerissen. Ja, im letzten Video ist schon einiges passiert. Wir sind in die Top 10 gefahren, genau gesagt auf Platz 9 hier am Lausitzring. Und heute steht das zweite Rennen am Lausitzring der German Moto Masters an. Wir konnten uns spannende Fights im letzten Rennen liefern, hatten super geile Überholmanöver und konnten richtig gut unsere Rundenzeiten abliefern. Step by Step schneller geworden, war ein mega geiles Rennen und heute steht uns aber was ganz Schwieriges bevor. Ich kann jetzt schon mal sagen, es wird schwierig, denn draußen sind ganz 38 Grad Außentemperatur und eine Asphalttemperatur jenseits von Gut und Böse. Es wird super heiß, super anstrengend und ob wir wieder einen Pokal in den Händen halten können, werdet ihr durch diese schönen Kameras sehen. Ich würde sagen, es geht direkt raus in die Startaufstellung. Viel Spaß mit diesem Video. So, und damit starten wir vom 14. Platz bei ganzen 38 Grad Außentemperatur. Es war wirklich unfassbar heiß, aber dazu erzähle ich mehr. Wir aktivieren die Launch Control ganz schnell hier im Menü und dann geht die Ampel gleich aus und es geht los. Nicht ganz gut weggekommen, aber okay. Nähe neben uns sind deutlich schlechter weggekommen. Die blaue BMW wieder an uns vorbeigeschossen. Jochen Klick auf der Aprilia jetzt auch vorbei. Von 14, wie gesagt, gestartet. Wir müssten jetzt so, ach, da werden wir auch noch von Urs Bianco auf der Aprilia überholt. Wir müssten jetzt so um und bei Platz 12 liegen und sortieren uns jetzt erstmal im Fahrerfeld ein. Ich hatte jetzt schon, naja, ich sag mal, ich habe schon geschwitzt. Es war schon richtig, richtig heiß. In dem Moment habe ich mir eigentlich irgendwie so einen Trinkbeutel gewischt, weil ihr müsst euch vorstellen, wenn man jetzt hier auf die Stadt, auf die nächste Gegend gerade fährt, hinter sein Windschild geht, dann ist es schon mal warm, aber dann kommt eigentlich der Moment, wo man bremst, Gang ging kurz auch nicht richtig rein, wo man denkt, jetzt kommt der Fahrtwind, wenn ich hochkomme. Aber nein, es wurde einfach noch wärmer. Es war absolut ekelhaft für mich und ich habe früher Tennis gespielt, vielleicht kurze Run-Story dabei, und ich war eigentlich immer richtig gut, aber wenn es heiß war, richtig heiß, dann habe ich einfach verschissen. Und in gewisser Weise wird uns das heute auch einholen, aber für die erste Runde kam ich eigentlich ganz gut hinterher. Ich meine, jetzt reißt das Feld schon so ein bisschen ab, bin nicht so ganz gut rausgekommen. Jetzt neuerdings übrigens auch mit der Kamera nach hinten unten eingebettet. Schreibt gerne mal in die Kommentare, ob euch das so gefällt. Jetzt habe ich mich erst mal probiert, ein bisschen zu sortieren, ein bisschen zu schauen, wie es vorne fahren. Und hatte eigentlich auch schon so ein bisschen den Plan. Ich wusste, ich bin gut weggekommen. Den Urs vor mir bin ich eigentlich schneller. Und eigentlich bricht der Urs auch ab und zu im Rennen ein und davor der Jochen. Den konnte ich eigentlich auch im letzten Rennen gut in Schach halten. Erinnert euch hier noch an das geile Überholmanöver, auch habe ich gerade eben am Anfang des Videos nochmal gezeigt. Gerade hier auf die Kurve 3 müsste das gewesen sein. Deswegen, ich bin gut hinterhergefahren, es hat gut funktioniert. Hinter mir war soweit eigentlich auch alles ein bisschen frei. Das konnte ich natürlich nicht sehen, das könnt ihr jetzt aber sehen. Wir sind hier wieder so ein bisschen im Zug. Aber gefühlt hat einem das schon wieder ein bisschen Kraft geraubt. Dieses Hinterherfahren ist einfach nichts für mich. Ich verliere da total meinen Takt, meinen Speed. Und ihr seht es auch wieder, wenn es hier auf das Start-Ziel geht. Die ziehen mir ein bisschen davon. Auf der Bremse kommen wir auch nicht ganz gut klar. Jochen Flüghoff jetzt vorne, dann an David Frick vorbeigegangen, der am Start mit der blauen BMW komplett wieder an uns vorbeigeschossen ist. Ich weiß auch nicht, was los ist. Die Starts muss ich üben jetzt vor uns immer noch. Urs, und wie gesagt, bis jetzt war mein Plan, komm, wir machen das, wir schaffen das, beziehungsweise ich schaffe das. Und ich brauche eigentlich nur erst ein bisschen fahren und dann wird das schon werden, weil mit der Zeit machen die anderen Jungs häufig schlapp. Dieses auf der Geraden wegfahren habe ich mich mittlerweile irgendwie schon gewöhnt. Gefühlt funktioniert das oder ist das immer nur so, wenn die Leute vor mir fahren. Wenn ich das Feld anführe, ziehen sie an der Geraden nicht so vorbei. Ich treffe den Ausgang besser. Ich lasse mich da einfach immer noch zu sehr beeinflussen vom anderen Fahrerfeld. Ihr hört es vielleicht auch schon leichte Traktionsprobleme. Ich hatte oder habe immer noch das Problem, dass mein Fahrwerk gerade bei heißen Temperaturen und dann immer so ab der dritten, vierten Runde extrem anfängt zu pumpen. Es wird noch ein Video mit Matthias Meindl kommen, wo wir mein komplettes Fahrwerk eingestellt haben. Da war aber noch der Stand, dass es so eingestellt war wie vor dem Upgrade von Matthias. Dementsprechend erhoffe ich mir dann natürlich auch deutlich, deutlich mehr. Es geht weiter in Vollgas hier ran. Ich habe gespürt, auf der Bremse alles easy. Wir können das machen. Ich komme easy ran und kann eigentlich auch super mitfahren. Nur vorbei ging irgendwie. Auch hier, ich merke so, ah, Urs, komm, mir fehlt dir ein bisschen der Takt. Und bis dato ging es tatsächlich echt gut.
Da kurz die Raste geschliffen beim Urs, ey, wenn ich da so Funken fliegen sehe. Letztes Jahr einen schweren Unfall hier gehabt von Tobias Vogelei. Der ist dort geheißseidert, weil er, glaube ich, auch auf die Raste gekommen ist. War nicht so geil tatsächlich. Dementsprechend habe ich mich da auch kurz erschrocken, habe nicht direkt Vollgas gegeben. Und ja, war dann wieder ein Ticken weit weg, um dann da Ende statt Ziel vorbeizugehen. Wobei es tatsächlich auch bei der Aprilia nicht so leicht ist, weil die echt viel Dampf auf der Geraden hat. Da vorne werden sich die beiden auch nicht einig. Ja, davon profitieren wir jetzt natürlich noch. Aber hier ziehen sie immer deutlich, deutlich besser weg. Wenn wir mal kurz nach hinten schauen, dort ist das Fahrerfeld auch noch weg. Dementsprechend habe ich jetzt für mich eigentlich gesagt, wir müssen mal jetzt angreifen und mal, ja, eine Zeit setzen. Ich meine jetzt hier die erste richtige Runde, 1:49,7. Das ist 2 Sekunden weg von meiner Bestzeit. Natürlich ist es auch warm, aber vorne das Fahrerfeld, wenn ich mir vorne die Rundenzeiten angucke, sind trotzdem konstant gefahren, genauso wie im letzten Rennen aus. Das darf natürlich nicht sein. Gerade hier diese Momente mit dem Reinlaufen, da habe ich immer probiert, noch ein bisschen durchzuatmen, aber es ging wirklich nicht. Wenn ihr jetzt gerade meine Konstanz so hier schon in der 4. Runde seht, mir ging es wirklich nach und nach immer, immer schlechter. Ich habe langsam angefangen, naja, nicht schwarz zu sehen, da noch nicht in dem Moment, aber ich habe richtig gespürt, dass ich ganz schwer Luft bekomme, dass es eigentlich viel zu heiß ist, was ich gerade tue, plus, das seht ihr vielleicht an manchen Stellen, dass ich immer mal ein bisschen weitergehe. Gefühlt war der Reifendruck von mir auch nicht perfekt gewählt. Ich hätte noch weiter runtergehen können. Es kann aber auch ein Fahrwerksthema sein. Das ist für mich deutlich anstrengend. Aber auch hier das Umlegen, da vernünftig den Takt zu finden. Wir sind am Fahrerfeld dran. Wir können uns eigentlich nicht groß beschweren. Aber wir werden jetzt gleich einmal ein paar Cuts haben in den Runden, weil ich nicht das ganze Rennen durchgehen will, jetzt hier einmal labern möchte. Dementsprechend springen wir mal kurz eine Runde weiter. Das Fahrerfeld ist schon ein bisschen weiter abgerissen. Ich komme eigentlich wieder ran, aber dann drückt sich Alexander Frassmann hier, der den Start verkackt hatte. Der stand eigentlich vor uns, an uns vorbei und will jetzt natürlich auch am ganz anderen Fahrerfeld vorne vorbei. Alexander Frassmann gefühlt auch in Most immer schlecht gestartet, aber dann nach und nach wieder durchs Fahrerfeld gefahren. Ist wohl seine Stärke, aber das war so mein Moment, wo ich endgültig gemerkt habe, boah, Lukas, hier stimmt irgendwas ganz gewaltig nicht. Wieder 1:49,9, also eigentlich schon eine 1:50 Rundenzeit, da sind wir langsam fast 3 Sekunden weit weg von meiner Bestzeit. Und es wurde Runde für Runde irgendwie auch nicht besser. Es war alles anstrengend, das Fahrerfeld vorne löst sich ab und das ist immer der Moment. Mattis hatte dasselbe zum Beispiel auch in Moss gehabt, da war es zwar nicht ganz so warm wie hier, aber hat es auch, wenn man eh schon nicht richtig kann, dass dann auch hier in der langen Links zum Beispiel, oh, hört ihr das? Ich habe gar keinen Kurvenspeed mehr. Deswegen nochmal ein schneller Cut. Selbe Runde und ich bin da total eingebrochen. Der Fahrer hinter mir jetzt hier, der überholt mich außen. Ich habe für einen kurzen Moment einfach wie schwarz gesehen, weil mir so schwindelig geworden ist. Und es ging gar nichts mehr. Wir sind jetzt hier, wie gesagt, noch ein paar Runden weiter gesprungen. Ich wollte hier nur mal ein paar Highlights aus dem Rennen zeigen. Also Highlights eigentlich nicht, eher Downlights oder wie auch immer man das nennen will. Die Rundenzeiten sind deutlich schlechter geworden. Einmal noch eine 48er hochgefahren. Aber ich bin eingebrochen des Todes. Die lange, schlängelnde Linkskurve. Ich hatte keine Kraft mehr, ans Gas zu gehen. Ich hatte keine Power mehr, irgendwie die Körperhaltung vernünftig zu machen. Und somit wurde ich auch total unsicher und wollte das Ding eigentlich nur noch nach Hause fahren. Sind jetzt hier auch schon auf Platz 14 zurückgefallen. Ich meine, am Start auf P12 war super. Aber P14, ja, vorletzter Platz in den Punkten. Gar nicht geil, hat mich nicht gut gefühlt und ihr seht es vielleicht mal, wenn ihr auch ein bisschen jetzt gleich mal das Throttle anguckt, wie ich Gas gebe. Das Data Recording ist jetzt hier perfekt, um es euch mal zu zeigen. Ich konnte nicht mehr. Hier wieder Traktionsprobleme. Jetzt fahren wir auf die Startziel und ich gebe einfach nicht mehr Vollgas. Seht ihr das? Ich gebe kein Vollgas mehr. Was mache ich da? Total unkonzentriert. Das sorgt dafür, dass wir direkt vom nächsten überholt werden. Ah, das war ein Reinfall des Todes, dieses Rennen. 15. Platz, jetzt letzter Platz in den Punkten und ich war am Pumpen. Wenn du nach und nach immer überholt wirst und dir ab und zu kurz schwarz vor Augen wird, ich habe wirklich überlegt, und das rate ich euch auch, probiert oder überlegt, ob ihr dann nicht reinfahren solltet. Wäre das Rennen jetzt noch 2 Runden länger gegangen, wäre ich vermutlich reingefahren, aber ich wusste jetzt, komm, jetzt noch ein bisschen beißen, einfach das Tempo rausnehmen, 1,50er, 1,51er Rundenzeit fast, da geht gar nichts mehr. In dem Moment zieht auch direkt noch Matthias Frischke auf der Honda vorbei und ja, für mich war das Rennen wirklich, ich wusste, ich bin irgendwie 16., 17. Platz, für mich war das Rennen gelaufen. Ich habe mir gesagt, hier gehe ich auch schon wieder weit. Lass es, bringt jetzt eh nichts mehr, du wirst nicht mehr rankommen, fahr das Ding vielleicht noch zu Ende, auch wenn es keine Punkte mehr eigentlich jetzt für die Wertung, für die Gesamtwertung gibt. Ihr seht es richtig, wie ich hier in der langen Kurve kein Gas mehr richtig gebe, hier super langsam rausbeschleunige. Ich war körperlich fertig. Was habe ich seitdem geändert?
bisschen mehr Sport gemacht, deutlich mehr Sport gemacht. Aber es war auch viel einfach der Faktor Hitze, den ich einfach nicht abkann. Es ist wirklich auch schlimm für mich, wenn ich das nachträglich mir anhöre, wie unsauber ich ans Gas gehe, wie unsauber ich am Stützgas bin. Da hat wirklich gar nichts mehr funktioniert und ich habe mich eigentlich nur noch unter der kalten Dusche gesehen. Boah, was ein Rennen. Also ich fühle mich wie gerade, als wenn ich die Inlap in die Boxengasse fahren würde, wenn ich mir das hier so angucke. Hinten das Fahrerfeld kommt natürlich dann auch so schnell angeschlossen. Ich meine, die Rundenzeiten sprechen für sich, gerade eben eine 50-7 gefahren. Und jetzt müssen wir, glaube ich, gleich sogar bei einer 51 sein. Da sind wir langsam 52, da sind wir fast 5 Sekunden weg von meiner Bestzeit. Ihr seht, wie ich eingebrochen bin und somit wollte ich mich eigentlich nur noch ins Ziel retten. Hätte mich jetzt noch einer überholt, dann wäre es auch in Ordnung gewesen. Ich habe auch schon hinten, eine R1 müsste das gewesen sein, gehört, die an mir vorbei wollte. Ich hätte ihr den Raum gelassen. Ich habe ihr gesagt, komm, fahr vorbei. Ich kann nicht mehr. Ich bin fertig. Ich wollte nicht mehr stürzen jetzt. Ich wollte einfach nur über Start-Ziel fahren und rausfahren. Deswegen gibt es jetzt hier auch nochmal einen kleinen Cut. Wir haben hinten die Kamera. Die haben aber auch ein bisschen Probleme, sage ich mal, gehabt. Die können vielleicht auch nicht mehr. Es war für alle Fahrer super hart. Aber ich muss ehrlicherweise sagen, die anderen haben viel besser durchgehalten. Für mich wäre viel mehr drin gewesen in diesem Rennen. Aber es ging nicht. Schreibt gerne mal in die Kommentare, ob ihr bei so einer Temperatur mal gefahren seid. Und ja, ich war so fertig, ich konnte nur noch geradeaus fahren. Ich habe dann abgekürzt quasi einmal komplett ums Omega rum vom Lausitzring. Ich wollte keine einzige Kurve mehr fahren. Ich habe ganz schwere Probleme gehabt, irgendwie zu atmen. Deswegen fahre ich über die Buckelpiste ganz außen, um noch irgendwie in die Box zu kommen. Und ich hatte einen Durst. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Ich war fertig. In der Boxengasse zurück. Total enttäuscht. So zusammengebrochen, mir ist so schwindelig, immer Wasser bitte. Leute, das hat keinen Spaß gemacht. Ich kann es nicht empfehlen, macht es nicht nach. Bitte habt es ins Ziel geschafft, alles in Ordnung. Ein paar spannende Sachen waren noch dabei, aber ich bin so einen Hitzeschlag bekommen, mir wurde so schwindelig. Ich hatte so Durst auf einmal und ich habe heute schon 6 Liter getrunken. Fertig. Erstes Rennen war besser. Ja, die Instagram-Follower haben es natürlich auch schon in meiner Story gesehen. Ihr seht, ich war absolut ein Wrack und fertig. So kann es manchmal sein. Leider diesmal nicht in die Top 10 gefahren. Noch nicht mal Punkte eingeheimt. So soll es besser werden beim nächsten Event am Slowakia-Ring. Dementsprechend, wenn euch das Video gefallen hat, zeigt es gerne mit einem Daumen nach oben. Und das war's vom Lausitzring. Ich würde mich freuen, wenn ihr einen netten Kommentar schreibt. Und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao.